Grüß Gott und herzlich willkommen bei Ländle TV der Tag. Folgende Themen haben wir für Sie heute. Das Hotel Sarottla in Brand zeigt sich im neuen Gesicht. Weihnachten steht vor der Tür, doch sind die Vorarlberger schon bereit dafür? Und wie immer im Anschluss die Kachelmann-Wetterprognose. Vor 10 Jahren wurde das Hotel Sarottla in Brand neu gebaut. Im April fand dann der große Umbau statt, um den Menschen mehr Raum für das Lebensgefühl zu geben. Hier einen Einblick bei dem Tag der offenen Tür. Wenn man die ersten Blicke durch das Brandner Tal schweifen lässt, ist eines klar, man fühlt sich irgendwie gleich zu Hause. Und genau das passiert auch, wenn man das Hotel Sarottla in Brand betritt. Die Gastgeberfamilie tut alles dafür, dass sich die Gäste bei ihrem Aufenthalt so richtig wohlfühlen und auch genügend Freiraum bekommen. Mit dem Neubau hat sich das Sarottla nun noch einmal stark weiterentwickelt. Beim Tag der offenen Tür konnten sich Besucher und Einheimische ein Bild von den Neuerungen machen. Persönlichkeit und Herzlichkeit stehen im Vordergrund. Mit dem Neubau haben die Gäste des Sarottla nun aber noch mehr Möglichkeiten, sich zu entspannen und es sich einfach gut gehen zu lassen. Eine große Rolle spielt hier natürlich die perfekte Lage mitten in Brand. Was Sarottla ausmacht, ist bei uns ist einfach die Lage, was wir haben. Das ist ein Vorteil, was wir haben. Im Winter haben wir 5 Schritte zu der Bergbahn direkt. Runter haben wir die Skipiste und im Sommer, durch das, dass wir auch viele Golfer haben, weil wir eigentlich direkt am Golfplatz sind und das ist einfach die Top-Lage, das unser Vorteil ist vom Hotel Sarottla. Die Natur nicht nur überall sehen, sondern auch überall spüren. Das war ein Grundgedanke für das neue Haus. Von Anfang an war klar, dass man auf natürliche Materialien setzt und auch das Interieur bestens abgestimmt ist. Wir haben versucht, die Natur ins Haus reinzuholen. Die Töne und die Farben sind alle an die Natur angeglichen. Es hat sehr viele Farben im Haus, die sich widerspiegeln. Wir haben sehr viele Panoramafenster, das ist natürlich sehr schön, wenn man vorne zum Hauseingang reinkommt, kann man hinten schon wieder rausschauen und hat eigentlich immer die Brandner Taler Natur im Haus vor allem. Und das ist auch so das Gefühl, was wir unseren Gästen vermitteln wollen. Wir sind hier in den Bergen, wir möchten die Berge unseren Gästen näher bringen. Am Montag ist Heiligabend und überall werden noch die letzten Geschenke organisiert. Doch sind die Vorarlberger bereit für das Fest? Wir haben uns in der Dornbirner Fußgängerzone einmal umgehört. Nur noch wenige Tage bis Heiligabend und die Fußgängerzone in Dornbirn ist mit Leben gefüllt. In vielen Händen große Einkaufstaschen. Eine aktuelle Umfrage zeigt, fast 90% der Vorarlberger ab 15 Jahre kaufen heuer Weihnachtsgeschenke ein. Das Budget liegt dabei bei durchschnittlich 360 Euro. Doch haben die Vorarlberger ihre Geschenke bereits eingekauft und sind alle Vorkehrungen für Heiligabend schon getroffen? Nein, noch nicht wirklich. Noch nicht vorbereitet. Die letzten Geschenke werden wahrscheinlich morgen noch organisiert. Ja, heute ist alles erledigt. Das ist ein Vorsatz, super. Cool. Ja, ich habe eigentlich schon alles zusammen. Geschenke fange ich relativ früh an, im Oktober schon. Ja, gerade. Geschenke sind schon da, oder? Geschenke? Sind das die letzten Geschenke oder fehlen noch welche? Ja, fehlt noch morgen. Muss man morgen noch dazu kaufen. Okay. Darf ich Sie ganz kurz fragen, ob Sie für Heiligabend schon vorbereitet sind? Eigentlich schon, ja. Hab eigentlich. Ich arbeite im Handel, also ich habe eigentlich nicht viel Möglichkeit dazu, mich anders zu organisieren. Mhm. Und da muss man alles vorher schon geregelt haben. Das heißt, übers Jahr hinweg schon alle Geschenke eingekauft und organisiert? Ich denke uns nicht mehr so wahnsinnig. Ich habe also nicht so viele Menschen um mich, die ich beschenken möchte. Ja. Ja. Und da weiß man im Jahr schon, was man verschenkt oder. Ja. Die Zahlen bestätigen es. Knapp die Hälfte der Vorarlberger erledigen ihre Weihnachtseinkäufe recht spät. Meist in der zweiten Dezemberhälfte bis kurz vor Heiligabend. Sie sind sogenannte Last-Christmas-Shopper. Bis zum besinnlichen Fest sollten dann aber alle Geschenke unter dem Baum liegen und die Zeit mit der Familie genossen werden. Ich habe zwei Kinder und meine Mama kommt zum ersten Raclette, ganz klassisch. Erst nach Bescherung.
Darf ich fragen, wie Sie Heiligabend verbringen? Mit meinen Kindern, mit Familie. Es gibt Raclette. Ah, ist zwar nichts Traditionelles, also in meiner Familie haben wir das nie gehabt. Aber ja, hin und wieder muss man sich einmal anders organisieren oder mal was anderes machen. Und damit niemand an diesem Abend alleine ist, werden landesweit gemeinsame Abendessen organisiert. Unter anderem in den unterschiedlichen Pfarrheimen der Gemeinden sowie im Kolpinghaus in Götzis. Nun zu den Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen. Landesrätin Katharina Wiesflecker hat das Angebot der Sozialministerin genützt, Fragen zur Mindestsicherung schriftlich zu stellen. Am Donnerstag schickte sie einen Fragebogen mit 82 Fragen nach Wien. Wegen Diebstahls zu bedingten Haftstrafen sind am Landesgericht Feldkirch 3 Jugendliche verurteilt worden, die im Großraum Bregenz nicht weniger als 33 Fahrräder gestohlen hatten. Schauspielerin Laura Bilgeri, Influencer Simon Mattis und Co. Die VN haben sich bei Ländle Promis umgehört, wie sie Weihnachten feiern. Das war die Tagessendung für heute. Die Wettervorschau kommt gleich im Anschluss. Danke für euer Interesse. Wir freuen uns, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Auf Wiedersehen. Feinste Merino-Wolle und Handwerk. Mehr brauchen wir nicht in der letzten Sockenstrickerei Österreichs. Wir machen Socken, in denen du draußen arbeiten kannst. Socken, die wie von selbst wandern. Natürlich auch welche fürs Büro. Und zum Kuscheln. Wir bei Bolta machen Socken für alle. Auch für dich. Heute zusammen beim Ländle TV Wetter. Eines der wärmsten und trockensten Wetterjahre geht langsam zu Ende. Wir schauen in Richtung Trend über Weihnachten. Es kommt noch einmal etwas Regen jetzt auf uns zu. Am 4. Adventwochenende. Es ist ziemlich mild und regnerisch und es gibt Temperaturen über 10 Grad zum Teil, also richtig milde Wetterphase. Und dazu ist es vor allem in der Höhe oder auch in der Bodenseeregion windig. Dann nach Heiligabend aber die Abkühlung und da schauen wir jetzt im Detail drauf, wie das Wetter jetzt über das vierte Adventwochenende abläuft. Am Samstag, Sie sehen es an den Temperaturen, schon ausgesprochen mild am Morgen, zum Teil schon zweistellige Werte, 11, 12 Grad. Diese Temperaturen schaffen wir um diese Jahreszeit nur, wenn auch Wind dabei ist. Der wird vor allem über dem Bodensee spürbar sein mit rund 60 km pro Stunde. Auf den Bergen oben dann morgen im Laufe des Tages am Samstag so 70 bis 100 km pro Stunde. Dazu das Wetter sehr unbeständig. Immer wieder wird so mit diesem Westwind feuchte Luft so an die Berge, an die Alpen gedrängt. Und das bedeutet so im Bregenzer Wald, aber auch Klostertal Richtung Verwall, Silvretta, da regnet es und schneit es immer wieder. Die Schneefallgrenze ist weit oben, so bei rund 1800 bis 2000 Meter Höhe. Sie sehen es am Didamskopf, nur minus 1 Grad im Laufe des Tages. Also insgesamt sehr milde Luft da. Am Nachmittag sind sogar im Raum Feldkirch bis zu 15 Grad möglich. Über dem Rheintal und Walgau da lange trockene Phasen mit dabei, zum Teil auch größere Wolkenlücken, da lockern die Wolken auf. Da ist es zum Teil also unbeständig, wechselhaft eigentlich der ganze Samstag. Dann Sonntag, unverändertes Bild, ändert sich nicht viel, wiederum ziemlich mild mit rund 13 Grad. Spannend dann erst Heiligabend. Wir starten zunächst mit Regen. Dieser Regen wird so bis die Mittagszeit anhalten und dabei am Vormittag noch 11 Grad, aber im Laufe des Nachmittags dann die Abkühlung. Zur Bescherungszeit wahrscheinlich viele Wolken, aber weitgehend trocken. Und dann zum Dienstag hin, Christtag, Sonne, Wolken gemischt, freundlich. Das Wetter pendelt sich bei normalen, für die Jahreszeit üblichen Temperaturen ein. Der Mittwoch, Stephanstag, minus 2 Grad am Morgen, 4 Grad am Nachmittag. Wir wünschen vom Kachelmann-Wetterteam schöne Weihnachten. Für Gott bei Ländle TV.